Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr vielleicht heute schon gesehen habt, kommt heute mein allererstes Video meiner Weihnachtsreihe, die heißt und ja, ein Infovideo zu dieser Reihe kommt auch noch, aber ja, ich wollte erstmal das Video drehen. Also ja, ich stelle euch in diesem Video von Essence eine LE vor, eine Winter-LE, und die heißt Essence Winter Wonderful. Ja, und die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Ich zeige euch die Produkte und so. Und ja, weitere Produktinfos und Preise findet ihr wie immer in der Infobox. Aber ja, ich soll noch ein paar Leute grüßen, und zwar die Carla Siefert, Kim Butter und Pommesbrot. Viele liebe Grüße an euch drei. Aber jetzt geht es los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, es tut mir leid wegen den schlechten Lichtverhältnissen, aber ich hoffe, es geht. Also als erstes habe ich mir diesen Tint and Oil Lipgloss gekauft. Das ist ein besonderer Lipgloss, denn in ihm ist Öl enthalten und somit ist er sehr pflegend. Fühlt sich auch wirklich sehr ölig auf den Lippen an. Ich habe ihn auch gerade drauf. Also er glänzt wirklich sehr schön. Hat so eine ganz normale Lipgloss-Spitze halt. Riecht wirklich sehr, sehr gut. Und das Allerbesonderste an ihm ist, er kann seine Farbe wechseln. Und das finde ich einfach so mega geil, weil ich hatte wirklich noch nie einen Lippenstift, Lipgloss oder so, der die Farbe wechseln kann. Und dieser kann das. Also fettes Like an ihn. Ja, dann habe ich mir noch einen Lipbalm gekauft. Ja, meine Lipbalm-Sammlung ist wieder um eins erweitert worden. Und zwar ist der durchsichtig. Okay, ist nicht wirklich spektakulär auf den ersten Blick. Aber wenn man ihn aufmacht, ist er eisig. Eisig. Also er sieht so durchsichtig aus mit so ein bisschen Glitzer drin. Und wirklich sehr, sehr schön. Also er glitzert so ein bisschen. Aber ich als Verpackungsopfer musste ihn ja irgendwie mitnehmen. Und ja, er ist wirklich sehr schön. Er pflegt auch gut. Und ja. Like. Dann habe ich mir noch gekauft einen Nagellack. Der sieht so aus. Also das ist ein Topcoat, kein Nagellack. Den habe ich auch gerade dran. Er glänzt sehr, sehr schön. Und ja, super mega winterlich und mega schön. Und den kann ich auch nur empfehlen. Ich kann irgendwie im ganzen Video nur Produkte empfehlen, aber sie sind wirklich alle sehr, sehr gut. Dann habe ich mir noch einen Pinsel gekauft, und zwar einen Duo Brush. So sieht der so aus, also der ist halt für Lidschatten. Hier ist so ein ganz normaler Lidschattenpinsel und hier ist noch ein Pinsel zum Verblenden, der wirklich sehr weich ist, aber was ein bisschen blöd ist, also meiner Meinung nach kommt es mir vor, dass er jeden Moment abbrechen könnte und das wollen wir ja nicht. Aber ansonsten einfach mega cool und mega schönes Design durch diese Schneeflocken auch hier. Mega schön winterlich und ja, like. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich heute immer Like sage, aber egal. Dann habe ich mir, also das war jetzt mit den Make-up-Produkten aus der LE, jetzt kommen noch so jetzt kommen noch zwei Fan-Produkte, wie Essence das nennt. Und ja, also als erstes habe ich mir so einen Handwärmer gekauft, der einfach super für die kalte Jahreszeit ist. Da steht auch drauf, hold me safe and warm, mega schön gemacht. Und ja, ich denke mal, ihr kennt es, aber ja, da muss man halt dieses Plättchen da drücken. Und dann wird der halt mega warm. Und ja, super gegen kalte Hände im Winter. Und mega schönes Design. Und zu guter Letzt habe ich mir noch so zwei Haarbommel-Teile gekauft. Das sind so Haargummis mit so Bommeln dran. Aber die Qualität ist wirklich sehr schlecht, weil ich hatte den bis jetzt nur einmal dran. Und ja, der eine ist schon abgerissen. Aber trotzdem zeige ich euch jetzt einfach mal den wieder auf den wieder an den Haaren aussieht, weil ich finde die einfach mega süß. So, ich habe mir einen Zopf gemacht. Ich hoffe mal, ihr könnt das sehen. Also ich finde ihn einfach mega schön süß und auch flauschig und er fühlt sich einfach sehr gut am Kopf an. Und ja, das waren auch schon die Produkte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!